Motorsport. Und nun kommen wir zu einer ältesten Motorsport-Events überhaupt. Seit 1905 wird dieses Bergrennen in Chesley Walsh ausgetragen. Und vor dem Zweiten Weltkrieg waren auch Stars wie Hans Stuck Senior im Auto Union hier dabei. Diese Tage sind natürlich ein bisschen vorbei. Trotzdem in der insgesamt 91. Ausgabe dieser Veranstaltung kamen die Zuschauer bei optimalen äußeren Bedingungen erneut in Scharen, um nun die Besten der englischen und schottischen Stars zu erleben. Ein paar Leute kamen auch vom Festland, also vom Kontinent. In den verschiedensten Kategorien wird da gefahren und man verschenkt keinen Zentimeter. In den verschiedenen Produktionswagenklassen wird gefahren, in den Sportwagenkategorien, teilweise auch mit den wildesten Eigenbaus. Und dann vor allem aber natürlich der Höhepunkt, ganz klar, die Monoposti, die Formelrennwagen, die auch um den Gesamtsieg heute fahren werden. Auch junge Fans an diesem 2. Juni dabei. Allerdings manchmal nur mäßig interessiert an der Veranstaltung selbst. Die großen Stars der vergangenen Jahre sind bis auf einen alle mit dabei. Nur Stephen Priol, der letztjährige Meister, 23 Jahre alt, hat er für einmal bei der britischen Bergrennmeisterschaft den Allstars die Show gestohlen, gewann und macht jetzt seine Karriere in der Formel Sport Renault, geht also auf die Rundstrecke und hat ab da auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Insofern dürften hier heute wohl die Topstars wieder bei den Routiniers zu finden sein. Sei es nun Roy Lane, der fünffache britische Bergrennmeister, sei es Roger Moran oder David Grace. Familie Priaul ist wieder mit dabei, allerdings nicht durch Steve, wie gesagt, der und im Formel-Automobilrennsport, sondern vertreten durch Halbbruder Graham. Kuriosesten Konstruktionen sind dabei, auch solche kartähnlichen Fahrzeuge. Das ist der Schlussspurt, nochmal 300 Meter bis zur Ziellinie. Dann, da heißt es Vollgas nach diesem schnellen S. Möglichst optimal um die engen, winkligen Passagen rumdirigieren und dann volle Power, volle Leistung. Man sieht an den großen Flügeln, dass viele der Fahrer Probleme haben, die Leistung ihrer Motoren, ihrer 4,0 Liter Motoren wirklich auf den Boden zu bekommen. Ganz kleiner Fahrfehler und man hängt neben der Strecke. Zur RAC British Hill Climb Meisterschaft in Chesley Walsh, Roy Lane, der schnellste. Auch wenn Fahrer wie Christian Hauser sich für einmal versuchten. Christian Hauser, der Champion von Luxemburg. Denn dieser Lauf zählt unter anderem auch zur FIA Europameisterschaft. Christian Hauser im Martini Formel 2. 28,51 Sekunden, das war bei weitem nicht genug, um sich mit den Besten hier messen zu können. Die Topstars setzen eigentlich alle auf Monoposti wie Roy Lane mit seinem Pillenbeam. Die letzten Handgriffe werden angelegt und dann geht es zum Einzelstart. Ja.
Well, I think there's more to it than liters of engine. I think there's drivability of a car as well comes into it, especially at Shell's. Also die Leistung allein, die Qualität des Motors ist nicht so sehr ausschlaggebend. Wenn man viel Leistung hat und der Motor auch gut dreht, muss man die trotzdem erstmal auf den Boden bekommen. Man muss die Autos optimal auf diesen Holperbelag abstimmen. Well, it's got to be Patrick, it's got to be Roger, the people who are getting the Tim Mason, those people who've had wins or good places. Es sind eine Menge Leute, die hier vorne mitfahren können, Jacques Vollet und sträubt sich offenbar die Favoritenrolle vor dem Meisterschaftslauf selbst zu übernehmen. Tim Mason sagte, Roger Moran, David Grace, die können wir alle sehr, sehr nachkommen. Explain to the people, please, the differences between your car, basically, that you use for the European Championship, and what is, of course, the unlimited capacity cars that we use over here for the British Championship. Well, there's quite a lot difference between the cars. Our car have, for example, a minimum weight, which is about 100 kilo more than most of the car here. Die Regeln in der Europameisterschaft, sagt Christian Hauer, sind ganz anders als die hier in den freien Klassen in England. Unser Auto zum Beispiel, das wir in der Europameisterschaft einsetzen müssen, liegt ungefähr 100 Kilogramm mehr als die Spezialprototypen, die wir hier sehen. Und wir haben auch deutlich weniger Leistung. Also auch bei uns ist der Hubraum eingeschränkt. Die V8-Motoren, zum Beispiel im Heck vom Pillenbeam von Roy Lane, haben so 600 PS. Das Problem ist, auf diesem Track, you can learn it. We are used to drive with our saloon car the day before and to have a look at the hill, but I have had just so few runs, it's very difficult to adjust your. And that's quite a big difference and difficult. Wir haben auch mehr Handicaps, denn wir dürfen hier nicht so oft rauffahren und uns die Straße anschauen. Das ist bei der Europameisterschaft anders. Da können wir mit dem Privatwagen ein paar Mal die Strecke abfahren, können uns die einprägen. Das ist hier in England ein bisschen anders. Georgie, Richie ist da ein bisschen. Dieses Ziel ist ein bisschen anders. Sagt, mir gefallen diese EM-Autos sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein ganz anderes Konzept. Aber auch die sind sehr, sehr schön gemacht. George Richie, der diesen Kurs wie die meisten anderen Top-Leute schon gut 20 Mal gefahren ist. Auch er also einer der Anwärter auf den möglichen Tagessieg. Simon Durling mit seinem Pillenbeam MP58 mit 4 Liter Motor. Am Ende bleibt die Uhr für ihn stehen bei 27,89. Richard Brown in seinem Rolls, seinem Formel 3000 Rolls. Er hat einen 3,5 Liter Saugmotor im Heck. Der ist ein bisschen schneller als Simon Durling, der am Ende 9. wird. Richard Brown 8. mit 27,78 Sekunden. Als nächstes George Ritchie. Also es ist richtig knallend und geht sehr spät erst in die Eisen. Das Auto steht ein bisschen quer, das kostet ein paar Hundertstel Sekunden. Trotzdem ist George Ritchie schneller als Brown und Durling. Die Uhr bleibt stehen bei 27,46. Wie gut die Zeit wirklich ist, werden wir im Verlauf der nächsten Starter sehen. Nun erstmal John Moles mit seinem 2,8 Liter Pillbeam. Mit den langen Beschleunigungsstücken, da fehlt ihm dann doch ein bisschen der Punch, da fehlt ihm ein bisschen die Leistung des Motors. Da geht wertvolle Zeit verloren. Er am Ende 12. in diesem Finale mit 28,78 Sekunden. Justin Fletcher. Er hat den kleinsten Motor aller Teilnehmer im Finale mit 2 Litern. Er dürfte wohl ähnliches gelten wie für John Moles zuvor. Auf dieser Strecke hier von Chesley Walsh, da kommt es schon auch auf Leistung drauf an. Und das ist ein Handicap, das er selbst mit tollem fahrischen Einsatz so ohne weiteres nicht wird ganz wettmachen können. 28,19, schneller als Moles, aber langsamer als Durling und Brown. Deswegen Platz 11 am Ende für Justin Fletcher.
Kuhn, der Bruder des Vorjahresmeisters Stephen Priol Graham, unterwegs. Er mit einem Pillenbeam Monoposto und seine Uhr oder seine Zeit 27,53 am Ende Platz 6 für ihn. Tim Mason, eher genannt von Roy Lane als einer seiner Hauptgegner. Bisschen sehr vorsichtig hier. Das sollte sich am Ende trotz sehr sauberer Linienwahl als ein kleiner Rückstand herauskristallisieren. 27,59 unter der 28 Sekunden Marke auch er, aber es reicht nicht ganz für einen Topplatz. Nun Tim Barrington. Wird sehr unruhig, auch eher zu vorsichtig auf dem Weg zum 10. Platz. David Grace, auch er mit einem Rolls, dem ein Formel 3000 Auto, das in vielen, vielen Verhundertstunden umgebaut wurde, auf die Bedürfnisse des Bergrennsports. David Grace setzt die neue Bestmarke zu diesem Zeitpunkt mit 27,03 Sekunden. Da ist er ganz nah dran an der Schallmauer. Kann die heute einer schlagen? Im Pillenbeam Judd nun Roger Moran. 2,5 Liter Motor. Er geht immer wieder sehr früh aufs Gas. Das Auto steht auch kaum quer. Hervorragend macht er das und er sollte es tatsächlich schaffen. 26,97, ist das der Sieg? Da steht noch einer aus, das ist der Altmeister. Das ist Roy Lane. Der zeigt trotz seiner 55 Jahre, dass er nach wie vor richtig Gas geben kann. Start mit seinem Pillenbeam MP58 mit 4 Liter Motor. Durch die Strecke und am Ende die Fabelzeit von 26,31 Sekunden. Der Sieg hier in Chisley Walsh und damit auch die Chance, den letzten Jahr an Stefan Priol verlorenen Titel doch noch zurückzuerobern, schiebt sich mit diesem Tagessieg auf Platz 3 in der Meisterschaft. Ups, leichter Verschalter. Patrick Wood auf dem Weg ins Ziel und Platz 4 für ihn. Er, der Zweiter ist in der Meisterschaft. Das Endergebnis des internationalen Bergrennens hier, die besten 12. Roy Lane gewinnt also. Roger Moran, der heute Zweiter ist, führt aber noch in der Meisterschaft. Patrick Wood Zweiter, Roy Lane auf Platz 3. Das war's für heute von unserem Programm Internationaler Motorsport hier auf Eurosport. Bis bald hier bei uns. Alles Gute und tschüss.